Hey Mann, willkommen, schön, dass du wieder da bist. Wie versprochen habe ich heute eine geile Geschichte für dich, die ich erlebt habe, die ich dir hier mitgebracht habe. Du hast es in der Beschreibung schon gesehen, was wir erlebt haben, aber genau das will ich dir erzählen, um dir einfach zu zeigen, was alles möglich ist, wenn man Frauen versteht, wenn man weiß, was Frauen wollen, wie man es ihnen geben kann oder wenn man generell einfach ein attraktiver und anziehender Mann ist, wenn man an diesem Punkt seines Lebens ist und was dann alles Verrücktes möglich ist, das will ich dir zeigen. Außerdem will ich dir so ein bisschen beschreiben, was Wichtiges passiert ist, was du beachten willst, wenn du ähnliche Dinge erleben möchtest, wie ich in meinem Leben. Und genau das will ich dir jetzt erzählen. Sei gespannt, es war eine super geile Geschichte. Ich werde mich noch ewig daran erinnern, auf jeden Fall. Es war super verrückt und sei gespannt, was ich dir zu erzählen habe. Also, wir waren am Dienstagabend im Matrix. Das ist ein lokaler Club für alle, die das jetzt nicht kennen, hier in Berlin, wo meistens dienstags viele Touristen sind. Und wir waren da mit, lass mich nicht lügen, mit sechs Jungs, also mit sechs Freunden von uns. Insgesamt waren wir sechs Jungs. Und wir sind eben angekommen im Club und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben mit verschiedenen Gruppen von Menschen geredet, mit Typen, mit Frauen. Und das ist einfach ganz wichtig schon mal für dich. Wenn du in den Club kommst und du bist dort, um Frauen kennenzulernen, um neue Leute kennenzulernen, dann häng nicht im Club rum und warte darauf, bis irgendwann mal eine hübsche Frau kommt. So nach dem Motto, ja, ich warte mal eine Stunde und wenn eine hübsche Frau kommt, dann spreche ich eine an. Sondern werde aktiv. Geh einfach auf Gruppen zu, geh auf Gruppen von Männern zu, geh auf Gruppen von Frauen zu, lerne Leute kennen, kommuniziere, hab Spaß, denn deswegen gehen die Leute in den Club, um Spaß zu haben und nicht um die ganze Zeit rumzustehen und dann, wenn der perfekte Moment gekommen ist, wie so ein Jäger auf die Frau zuzugehen. Das ist einfach nur creepy, das ist einfach nur komisch und das solltest du nicht machen. Auf jeden Fall, wir auf die Tanzfläche, nachdem wir ein bisschen mit den Leuten gequatscht haben und dann hat mein Kumpel, und das muss ich jetzt dazu sagen, all die Freunde, mit denen ich da war, haben es eben auch drauf mit Frauen, haben auch Erfolg mit Frauen in ganz vielen verschiedenen Kategorien. Jeder hat so seine, ist so, also es hat seine eigene Spezialität, wo er wirklich sehr, sehr gut ist, hat seine eigene Ausstrahlung, seine eigene Art und Weise mit Frauen umzugehen und die haben es eben alle drauf. Deswegen hat das Ganze auch so gut funktioniert, wie es jetzt gleich, wie es gleich hören, wie es, wie gut es funktioniert hat. Und mein Kumpel sieht dieses Mädel, das war eine Amerikanerin, hat die dann rübergeholt zu sich und hat angefangen mit der zu tanzen. Das habe ich gesehen und er war von hinten hat er sie angetanzt, hat mit ihr getanzt und ich bin auf sie von vorne zugekommen, habe sie von vorne angetanzt, er hinten, ich vorne. Und was du dazu wissen musst, ich tanze sehr gerne, es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin aber nicht gut darin, ich bin ein schlechter Tänzer und viele Männer denken immer, oh, du musst der perfekte Tänzer sein oder oh, du musst super muskulös sein, du musst super ernst und cool wirken. Aber die wertvollste Sache oder eine der wertvollsten Sachen, die du der Frau mitbringen kannst, ist Spaß. Und wenn ich Spaß dabei habe, wenn ich behindert tanze, was ich tue, dann ist das eine ganz wertvolle Sache für die Frau. Denn wenn ich Spaß habe, dann gebe ich der Frau auch die Erlaubnis, Spaß zu haben. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du Leute, die einfach generell das tun, was sie wollen oder so sind, wie sie sein wollen und du merkst, dass sie dir damit auch die Erlaubnis geben, so zu sein. Wenn jemand in deiner Umgebung ganz viel Spaß hat, ganz locker ist, Witze macht und gerade die Sachen nicht so ernst nimmt, dann gibt er dir damit auch die Erlaubnis, genauso zu sein. Und wenn du das bei Frauen mitbringen kannst, nämlich Spaß und Lockerheit, dann lieben dich die Frauen, dann kommen die Frauen auch auf dich zu. Auf jeden Fall waren wir am Tanzen und dann haben wir zwei unserer anderen Kollegen rübergewunken und stellt sie halt so vor, ich stand vor ihr, mein Kumpel hinter ihr und dann kam der andere von links noch und einer von rechts und wir haben sie einfach so eingekesselt und haben alle mit ihr getanzt und sie hat das sichtlich genossen, sie hat so mit ihrem Arsch geshakt und wir haben sie angetanzt von allen Seiten und dann habe ich sie mir genommen, habe angefangen mit ihr rumzumachen, da hat mein Kumpel von hinten sie umgedreht, hat mit ihr rumgemacht, dann hat der von links mit ihr rumgemacht, dann der von rechts und so haben wir sie immer wieder umgedreht, mit ihr rumgemacht, sie wieder zum anderen rübergeschoben, mit ihr rumgemacht und währenddessen sie halt die ganze Zeit angetanzt und Die Szene war einfach episch. Die Leute haben uns auch mal Fotos gemacht mit Blitzlichtern. Die Männer sind danach noch auf meine Freunde zugekommen und haben gefragt, was denn gerade da passiert ist. Das haben sie noch nie gesehen. Und viele Männer denken eben, solche Sachen sind nicht möglich. Oder denken sich, hey, solche Frauen sind doch Schlampen. Das sind Bitches, die will ich nicht in meinem Leben haben. Und wenn du noch nicht an dem Punkt bist, wo du Frauen, die auch mal offen sind und die auch mal verrückte Sachen machen, wertschätzen kannst, dann wirst du ganz große Probleme mit Frauen im Bett bekommen. Denn wenn die Frau merkt, oh, das ist jemand, der stuft mich als Schlampe ein, als Bitch, dann wird sie sich im Bett nicht fallen lassen bei dir, dann wird sie sich dir nicht komplett öffnen. Deswegen an dieser Stelle einfach ganz vorsichtig sein, wenn eine Frau sich fallen lässt und sowas macht. Mein Gott, ich persönlich wertschätze sowas. Ich wertschätze sowas, weil sie zeigt mir damit, hey, es ist mir egal, was andere von mir denken. Ich mache das, worauf ich gerade Lust habe. Und das ist etwas, was ich sehr stark wertschätze, gerade in so einem Club-Kontext. Auf jeden Fall
waren wir mit ihr am Tanzen und es wurde halt immer wilder, wir haben mit ihr rumgemacht und dann hat sich rauskristallisiert, dass sie eher so auf mich und meinen anderen Kumpel, der jetzt hinter ihr war, gestanden hat. Und dann sind die anderen beiden so langsam weggegangen und wir haben weiter mit ihr getanzt, es ist intensiver geworden, wir haben sie massiert, so ein bisschen am Arsch, so ein bisschen an der Pussy. Und dann kam eben ein ganz wichtiger Punkt, nämlich der Punkt, wo zum ersten Mal, wo ich dann Führung übernommen habe und gesagt habe, komm, wir gehen jetzt mal in einen ruhigeren Bereich. Ja, ich wollte einfach ein bisschen mehr Ruhe von diesen ganzen Blitzlichtern und diesem ganzen Drumherum. Leider gab es im Club keinen so ruhigen Bereich und wir sind mit ihr auf eine Bank rüber, da waren aber auch wieder ganz viele Leute, die uns fotografiert haben und so ein Kram. Und wir haben uns dann wieder, also wir haben wieder abwechselnd mit ihr rumgemacht, haben dann angefangen, sie an den Oberschenkel zu massieren und man merkte schon, die Berührungen wurden immer intensiver, wurden immer auch sexueller, einfach, ich sag mal, aggressiver von ihr, auch so ein bisschen kratzen, so ein bisschen ziehen und das war bei uns eben auch so. Und dann habe ich meinen Kumpel angeguckt und habe zu ihm gesagt, pass auf, wir nehmen die jetzt mit nach Hause. Und er so, jetzt? Ich so, jetzt. Und dann habe ich sie in der Hand genommen oder wir haben sie in der Hand genommen, einmal links, einmal rechts und haben sie dann rüber zur Garderobe geführt. Und es gab von diesem Punkt an bis zu dem Punkt, der dann später kommt, von dem ich dann noch erzählen will, gab es keinen Widerstand von der Frau. Und jetzt die Frage, warum gab es keinen Widerstand von der Frau? Es gab deswegen keinen Widerstand von der Frau, weil sie Spaß hatte, weil wir sie in einen spaßigen Modus gebracht haben und weil wir Führung übernommen haben. Und weil wir selber spaßig und entspannt waren, ja. Ich erinnere mich daran, dass ich schon mal ein Dreier fast mit einem Kumpel zustande bekommen hatte. Ganz, ganz früher war das. Und es hat aber nicht geklappt, weil wir super unentspannt waren. Wir waren super unentspannt und haben das einfach nicht ganz durchgezogen, weil in dem Moment, wo du halt unentspannt wirst oder wo ich und mein Kumpel unentspannt geworden sind, hat sich das auf die Frau übertragen und da war sie auch unentspannt. Wir also raus mit unserem Mädel und dann hatten wir einen sehr, sehr langen Nachhauseweg, knapp 30 Minuten Fußweg und noch 10 Minuten Busfahrt. Und was in diesem Moment ganz wichtig ist, ist einfach normal mit der Frau umzugehen, ganz entspannt zu bleiben, ja, ganz locker zu bleiben. Wir haben sie da ein bisschen mehr persönlich kennengelernt, haben ein bisschen mit ihr gequatscht, ganz casual, ganz locker. Und das war eben das, was das letzte Mal mit dem anderen Kumpel nicht funktioniert hat. Aber wir waren nämlich überhaupt nicht entspannt, wir waren eher angespannt. Und das hat sich auf die Frau übertragen. Ja? Was du in dem Moment fühlst, überträgt sich auf die Frau. Wir waren sehr angespannt, sie war sehr angespannt. Und deswegen hat sie sich angefangen zu überlegen, hey, was mache ich hier eigentlich? Ist es überhaupt das Richtige? Wie werde ich dastehen? Bin ich jetzt eine Schlampe? Und du willst nicht, dass diese Gedankengänge aufkommen, weil es einfach Blödsinn ist, weil es einfach nicht dazu beiträgt, was ihr alle eigentlich wollt, nämlich Sex. Auf jeden Fall, wir auf dem Weg zum Bus haben uns ganz entspannt, ganz normal mit ihr unterhalten. Die Stimmung war entspannt und auch leicht sexuell. Und ja, deswegen war kein Widerstand da, weil sie sich einfach wohlgefühlt hat mit uns, weil wir uns wohlgefühlt haben mit der Situation. Wir also in den Bus, ein bisschen mit ihr gequatscht, mit ihr gelacht und dann waren wir bei mir zu Hause. Wir sind die Treppen hoch, es gab dort auch keinen Widerstand. Ich kenne von meinen Coachings immer so, dass es viele Männer sehr viele Widerstände erleben, wenn sie sich mit Frauen treffen, wenn sie Frauen daten. Das liegt immer daran, dass wenn du unentspannt bist mit der Situation, dann ist es auch die Frau und dann kriegst du Widerstände. Wenn du cool damit bist, wenn du entspannt bist mit der Situation, dann bekommst du auch nicht so viele Widerstände. Wir also nach oben und ich habe die beiden auf meinen Sessel gesetzt, der jetzt hinter der Kamera steht, habe schnell noch pinkeln. Hab den beiden noch einen Rest von so einem Bier gegeben, was dann noch offen stand. Dann bin ich zurückgekommen und wir haben halt wieder angefangen, hier oben bei mir im Zimmer rumzumachen. Und dann habe ich die beiden gesagt, komm, wir gehen rüber aufs Bett und dann sind wir rüber aufs Bett. Und ja, von da an ging es eigentlich sehr schnell, weil wir doch alle einfach geil waren. Wir wollten einfach alle ficken und dann haben wir uns eben ausgezogen und ich habe sie von hinten genommen und sie hat meinem Kumpel eingeblasen, während ich sie von hinten genommen habe. Und ja, es war super verrückt. Das war eine ultra intensive Erfahrung und wir hatten noch eine sehr, sehr, sehr geile Nacht. Wir haben auch noch ein Foto zusammen gemacht, das siehst du jetzt. Man erkennt nicht besonders viel, weil es einfach noch nicht wieder hell war und wir hatten jetzt kein Licht an. Das hat nicht zur Stimmung gepasst. Aber wir haben einfach sehr gut miteinander harmoniert. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß miteinander. Das war eine super verrückte Erfahrung. Und das, was auch einfach bemerkenswert daran ist, ist, dass der Zeitraum sehr, sehr kurz war. Wir haben das Ganze zwischen Kennenlernen und wir haben Sex bei mir zu Hause zu dritt, lagen ungefähr 1,5 Stunden. Und so schnell kann es eben gehen. Und das wird passieren, wenn du Erfolg mit Frauen oder wenn du anfängst, Erfolg mit Frauen zu haben, dann wirst du die verrücktesten Sachen erleben. Und manche Männer höre ich jetzt sagen so, was, du hast mit deinem Kumpel zusammen mit einer geschlafen? Boah, das ist ein bisschen schwul oder so. Es gibt Leute, die denken tatsächlich so. Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, dann möchte ich dir sagen, es ist okay, dass du jetzt noch so denkst, aber wenn du so denkst, dann wirst du große Probleme mit deinem Erfolg mit Frauen haben. Wenn du, angenommen, du willst wirklich mal einen Dreier mit zwei Frauen haben, und du hast so eine richtige Barriere und eine Ablehnung, du bist so, was, mit einem Typen zusammen, das könnte ich mir niemals vorstellen, dann wäre ich ja schwul. Wenn du noch solche Gedankengänge hier oben drin hast, dann wird es für dich fast unmöglich sein, so entspannt zu sein und so cool zu sein, dass du, und so cool mit deiner Sexualität zu sein, dass du einen Dreier mit zwei Frauen hinbekommst. Denn, falls du solche Gedankengänge noch haben solltest,
Lass mich dir kurz erklären, wie das ungefähr aussieht oder was dahinter steckt. Wenn du selbst mit deiner Sexualität noch nicht so sicher bist, dann kann es halt schnell sein, dass du denkst, oh mein Gott, ist das jetzt schwul? Bin ich jetzt schwul? Denn jemand, der mit seiner Sexualität im Reinen ist, der sich seiner Sexualität sicher ist, der hat eben diese Gedanken nicht, denn er ist sich seiner Sexualität ja bereits sicher. Wenn du diese Gedanken hast, dann sag dir das einfach, hey, du bist mit deiner eigenen Sexualität noch so ein bisschen unsicher und hast Angst, weil du eben noch nicht so genau weißt, was ist überhaupt meine Sexualität? Hast du Angst, schwul zu werden oder in etwas Schwules abzurutschen oder plötzlich schwul zu sein, wenn du zusammen mit einem Mann eine andere Frau fickst oder was auch immer. Das heißt einfach nur, dass du mit deiner Sexualität selbst noch nicht komfortabel bist, weil wenn du es wärst, dann könntest du sowas machen, ohne die Angst oder ohne die Sorgen dafür zu machen, dass es schwul ist. Naja, auf jeden Fall, wir hatten eine geile Nacht und das sind da Dinge, die passieren, wenn du erfolgreich mit Frauen wirst. Das hätte ich am Anfang mir auch nie vorstellen können, wo ich angefangen habe damals, all diese Sachen zu lernen, die ich dir jetzt hier beibringen werde. Das habe ich mir selbst nicht vorgestellt, dass es mal, dass solche Dinge passieren können. Wie gesagt, es war ein sehr, sehr geiler Abend, wir hatten sehr viel Spaß, es war super verrückt und hat einfach mal wieder gezeigt, dass Frauen nicht auf so klassische Dinge stehen wie Aussehen oder Muskulatur oder ganz viel Geld, sondern einfach auf Spaß, auf Entspanntheit, auf Coolheit. Und das sind eben Sachen, die sind nicht abhängig von Geld, die sind nicht abhängig von deinem Aussehen. Sehr geil, das war's eigentlich für heute. Ich hoffe, du genießt noch deinen Sonntag. Lad dir auf jeden Fall noch meinen 5 einfache Schritte bis zu 10 Dates die Woche gratis E-Book da oben runter. Einfach draufklicken. Du wirst auch Teil meines Online-Coachings, wo du eben lernst, wie du solche verrückten Sachen erlebst, wie ich in dieser Geschichte. Einfach draufklicken da oben auf das Bild. Du bekommst in diesem Online-Coaching zusätzlich gratis Dokumente, in denen ich dir zeige, wie machst du die Frau verliebt, wie verführst du die Frau, ungefähr so wie ich das gerade gemacht habe. Und wie kannst du mit einer Frau in eine Beziehung kommen, ganz unabhängig davon, ob du sie schon kennst oder gerade erst kennengelernt hast. Einfach da oben draufklicken, du klickst auf das Bild und lädst dir das gratis runter und durch den Klick auf das Bild bist du dann auch Teil meines Online-Coachings. Das war's. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen und konnte dich inspirieren. Bin mir sicher, sie konnte dich inspirieren. Ich wünsche dir noch einen geilen Sonntag und wahrscheinlich oder vielleicht bist du nächste Woche am Wochenende derjenige, der selbst so eine verrückte Geschichte erlebt. Wenn das so ist, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Klick einfach auf das Video bzw. das Bild da oben, leite das gratis E-Book runter und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.